So, hallo Leute und willkommen zurück zu Commander Conquer Rivals. Wie ihr vielleicht seht, kann ich das Ding verstehen, dass ihr es merkt? Ja. Hab ich's geschafft. Ich bin auch Meister, zumindest bei den Nods. Bei den GDIs habe ich leider noch nicht geschafft. Da habe ich dann doch ein paar Loses jetzt in letzter Zeit gehabt hintereinander. Wir haben durch einen Missklick verloren. Das kenne ich aber leider auch. Wir werden uns erstmal ein Match angucken, und zwar dieses hier. Denn das fand ich sehr interessant. Ich habe ja mittlerweile jetzt auch diese Krabbelkäfer. Logischerweise, ich bin, wenn ich es nicht gesehen habe, Stufe 44. Und ich kenne, ich muss mal eben gucken. Oh, ich kann schon Aufträge wieder machen. Ja, super. Eben gucken, denn es gibt eine sehr gute Einheit, habe ich mittlerweile herausgefunden. Gegen diese Krabbelkäfer. Aber die kriegt man erst mit Stufe 54, also vergesst es. Ich musste gegen jemanden spielen, als ich die Krabbelkäfer frisch habe. In meinem ersten Match habe ich die Käfer rausgepumpt. Und der hat die Scharfschützen rausgepumpt. Und ja, das lief halt nicht so prickelnd für mich. Dieses Match habe ich dann auch sehr hart verloren. Das ist dann halt wieder so der Punkt, weißt du, er ist einfach 10 Level über mir gewesen. Was soll ich denn machen? So, nichtsdestotrotz, wir gucken uns natürlich gleich das Spiel von Mystic noch an. Viel mehr dürften wir nicht mehr angucken können, weil jetzt letztens der Patch mit dem Dings rauskam, glaube ich. Diesen Ball. Der dürfte aber noch gehen. Schlachtfeldkontrolle wird initialisiert. Was das angeht, ein Spiegelmatch. Und wie gesagt, das zweite Match von mir mit diesen Krabbelkäfern. Das erste Match hatte ich ja gegen diese Scharfschützen hauptsächlich verloren. 2-1. Neues Ziel erhalten. Übrigens hatte ich im ersten Match auch kein Buggy mehr drin. Da hatte ich den Witwenmacher drin. Jetzt habe ich den Buggy wieder reingenommen. Weil es halt genau so was kommt wie dem Zeitpunkt. Und tschüss. Da habe ich zumindest 2 Punkte erobert, weil er seine Käfer zu weit krabbeln lassen. Sammler bereit. Er hat allerdings auch einen Sammler vor mir geholt. Einheit verloren. Da will er jetzt den Punkt haben wieder. Einheit hat bereit. Dafür seinen Laserdruck geopfert. Da muss man sagen, ist das halt wirklich so. Einheit bereit. Wer opfert jetzt was? Und ich habe da halt selbiges versucht, leider. Einheit verloren. Ja, man hat es gesehen. Hat dieser scheiß Krabbelkäfer beide Dinger weggenommen. Ich habe mir jetzt aber gedacht, bevor er den Punkt. Er wird jetzt auch wieder Krabbelkäfer hinschicken und ich habe jetzt halt dieses Feuer bei mir. Aber bevor seine Krabbelkäfer halt ankommen, muss ich da unbedingt hin, den Punkt holen und seine Krabbelkäfer abwehren. Also. Ab zum Buggy. Ja, ich habe mich halt gegen den Witwenmacher hin und für den Buggy entschieden. Genau aus diesem Grund. Es ist billiger, deutlich billiger und gegen alles, was gegen Käfer effektiv ist, auch effektiv, weil, also was heißt alles, aber zumindest gegen alles, was man so früh holen kann. Wie halt jetzt die Scharfschüsse beispielsweise oder... Einheit verloren, Einheit bereit. Okay. Ja, andere Käfer, so. Andere Infanterie-Einheiten. Einheit verloren. Einheit so, aber ich krieg den Sammler kaputt. Und sein Gebäude steht auf jeden Fall auch im Feuer. Und ich mache einfach die ganze Zeit den Punkt dicht mit Käfern. Ich meine, warum auch nicht? Genau dafür habe ich sie ja. Einheit bereit. Das war jetzt gerade ein Tausch von 30 zu 130. Einheit verloren. Da wäre es, glaube ich, mit den Sammlern noch. Ah, nee, doch nicht. Oh, doch. Atomarer Gefechtskopf abgefeuert. Er hätte den Punkt auf jeden Fall erobern müssen. Und ich habe jetzt einfach nur mit meinem Notfall den Punkt da komplett dicht gemacht. Hier oben hat das gar nicht erst versucht. Aber jetzt, wo man diese Käfer hat, merkt man dann halt auch doch, wie fies sie einfach sind. Ich hatte ein Match, der hat diese Käfer relativ gut abgewehrt. Der hatte. Heute mal schon Buggy gespammt gegen mich und dadurch, dass
dort machst du Buggies. Beide schneller sind als die Käfer, wird dann natürlich die Punkte auf Dauer erobern und halt auch fast zu teuer sind. Daraufhin habe ich dann halt auch zum Beispiel Notmods gespammt, vor allem gegen die Buggies. Aber immer wenn Buggy relativ wenig AP hatte, hat er den einfach weggezogen und in den Käfer rein, die Käfer zu töten. Das war wirklich gut gespielt. Schlachtfeldkontrolle wird initialisiert. Gucken wir uns natürlich ein bisschen an. Das sind immer noch die Generäle, die ich jetzt haben möchte. Den auf Seiten der DJI und den anderen auf die andere auf Seiten der Not. Aber das ist, glaube ich, Level 48, also da muss ich die Karten ja auch erstmal bekommen und leveln. Das dauert also doch. Leider. Da wird auf jeden Fall, ich sag mal, eher so die Not-Taktik gefahren. Einheit bereit. Halt direkt Karte rauspumpen. Damit auf die Sammler gehen. Weil man sagen muss, die Pitbulls sind natürlich Einheit etwas bereit. Teurer, dafür auch etwas langsamer, aber sie können halt im Fahren schießen. Sammler bereit. Einheit verbessert. Machen leider auch gut Stress. Er nutzt halt auch direkt seine Fähigkeit. Dem Speed-Up für den Sammler, wie man sieht. Einheit bereit. Ja. Das müsste zwar den Sammler hier stehen, hat auch schon einen verloren, aber dieser Sammler bringt ihn halt nichts, weil er kann. Einheit nicht verbessert. Spaß. Einheit verloren. Eine Atomwaffe abgefeuert. Ach, schade, damit kriege ich nur so die Atomwaffe ab. Einheit bereit. Wer schon wieder auf die Sammler? Einheit verloren. Tatsächlich, er wird schon wieder auf die Sammler. Jetzt will er wahrscheinlich erstmal das Ding wegmachen. Einheit hat's aber nicht verloren. Geschafft. Sammler bereit. Gebäude online. Ich kann doch noch vorne rollen. Vorhin war die Katze noch in meinem Zimmer und lag unter meinem Einheit Stuhl. Bereit. War neben meinem Stuhl. Und da mit dem Stuhl irgendwie in eine Richtung zu rollen. Einheit und gefällig ist für das Pelzvieh. Einheit bereit. Oh, jetzt will er einfach aufs Gebäude oder wie? Einheit verloren. Wie gesagt, der Disruptor ist durchaus, also ich habe den ja in letzter Zeit auch ein bisschen öfter gespielt und er ist durchaus wie schwach, wenn sich die Einheit, auf die der Disruptor schießt, bewegt. So, jetzt müsste ja gleich der Mistlick kommen. Oh, weil er außersehen runtergegangen ist. Er wollte wahrscheinlich eine andere Einheit hier hochschicken. Und hat aus Versehen den Gebirgsrupp runtergeschickt vom Punkt. Das hätte nicht passieren dürfen. Sonst hätte er die Rakete wahrscheinlich bekommen und sogar gewonnen. Da der Disruptor dann noch hinterstand. So, was wir jetzt aber machen, ist erstmal gucken, ob wir schon wieder im Store von mir wollen. Habe ich übrigens erwähnt, dass das Spiel immer noch von mir bewertet werden möchte? Das ist heftig. Ich möchte mir Kisten antreten. Ja, der Tresor ist wieder weg. Halle, Julia. Ja, super. Danke, Schmick. Übrigens, ich kann gerade keine Kristalle kaufen. Ich weiß nicht mal warum. Aber die Kristalle fehlen mir einfach. Das Spiel möchte nicht mehr, dass man mit Echtgeld zahlt. Oder es möchte halt nur noch, dass man diese teuren Pakete mit Echtgeld zahlt. Ah, für 1600. Weil ich halt auch 15 brauche, also tue ich es lieber nicht. Was wir jetzt natürlich noch machen, ist. Ich will zwar jetzt spielen, aber ich habe heute eine Spielschicht. Ich will mal die Spiele für die Spielschicht auch bewahren. Ich möchte wieder diese Mutanten sehen, Mutantenmarodeure. Für die Clan-Mitglieder oder für alle, die halt vielleicht mal Interesse daran haben, in der Beschreibung der Link zu meinem Discord, also zum Community-Discord besser gesagt, den ihr natürlich gerne reinkommen könnt. Und solltet ihr hier auch Mitglied sein, könnt ihr euren Namen hier im Allianz-Chat posten und dann halte ich euch auch für die blaue Ecke von Command & Conquer Rivals frei, wo dann halt über Command & Conquer Rivals gesprochen wird.
da zum Beispiel gestern Sammy, mit Sammy ein bisschen über die Marodeure geschrieben. Er wollte auch eigentlich, das Ding macht wahrscheinlich keinen Sinn zu gucken, wenn ich das sehe. Eins Marodeur, das ist Level 4 Marodeur. Sammy hat sich die Dinger wohl gekauft. Man konnte sich ja so ein Pack kaufen von den Dingern. Schlachtfeldkontrolle wird initialisiert. Ja, was ich hab's ja auch schon getan. Mir Karten gekauft und zwar den Avatar. Aber meines Erachtens nach lohnt es nicht. Obwohl, ich weiß jetzt gerade nicht. Das ist Level Sammy, aber ich glaube noch nicht 35. Ja, kann die auch Dürer, also glaube ich, noch nicht regulär bekommen. Einheit bereit. Ja, mal gucken, ob die überhaupt kommen werden in der Runde. Einheit bereit. Die Shockwave-Gruppen werden zuerst schießen. Wieder zuerst. Was machst du? Ich muss erstmal die Shockwave-Gruppen da wegkriegen. Einheit verloren. Einheit bereit. Einheit verloren. Du kannst den Sammler da oben auch wegbewegen, ne? Was ist es? Gebäude online. Nur so als Tipp vielleicht. Einheit verloren. Einheit bereit. Ja, jetzt kommt er mit Pitbulls. Und natürlich dann die Flammenwerfertrupps dagegen ausrichten können. Einheit verloren. Ionenkanone wird aufgeladen. Bumm. Einheit verloren. Einheit bereit. I'm on it. Das ist Waptor. Greenlight. Time to harvest. Ah, da sehen wir sie. Mal gucken, wie viel Schaden sie jetzt machen. Aber auch nur Stufe 4, ne? Warnung. Unsere Basis wird angegriffen. Einheit bereit. Ready for action. Also ich weiß wirklich nicht, was ich von den Dingern halten soll. Das ist gleich direkt mit dem Flammenpanzer vorrücken. Vorfahren, vorfahren! Einheit bereit. Atomrakete, okay, Rakete abgefeuert. Warnung, feindliche Katastrophe, beträchtlicher struktureller Schaden gemeldet. Leider steht da immer noch ein Disruptor. Einheit bereit. Ja, das Henshaw macht aber schon gut Schaden auf Gebäude. Einheit verloren. Einheit bereit. Na, du musst da schneller für sorgen, dass die ganzen Dinger sterben. Warnung, feindliche Katalystrakete nähert sich. Einheit Ionenkanone wird aufgeladen. Geht einfach voll auf die Base. Einheit verloren. Einheit verloren. Einheit bereit. Also solltest du da wirklich ein bisschen mehr ransetzen, das Ding da unter der Base wegzukriegen. Warnung, unsere Basis wird angegriffen. Einheit verloren. Nee, kriegst du nicht hin. Einheit bereit. Ah, okay, du hast deinen Sammler gut gesetzt. Aber es wird ja deine Base noch kaputt machen. Feindliche Katalystrakete nähert sich. Einheit verloren. Er hätte jetzt auch mit dem Disruptor, näher gefahren. Wie gesagt, der Punkt von den Mutanten-Einheiten verstehe ich leider noch nicht so ganz. Wir gucken mal bei Gold. Gold. Immer noch Level 3 leider nur. Die Karten ja gern auf ein höheres Level sehen. Theoretisch sollten sie ja auch gar nicht so selten sein. Es sind ja unterste Seltenheitsstufe, also graue Karten. Na,
Aber Gold könnte es natürlich wieder sein, dass die Leute das Level einfach noch nicht dazu haben. Wobei, wenn ich das Ding hier sehe. Oder sowas hier. Sowas hier. Weil die Level der Karten relativ niedrig sind. Ist aber Max-Level. Ah, alle 0 Punkte. Ihr seid ja echt super. Leider finde ich nicht so viele Matches mit den Karten. Ja, mit der Karte. Was mich persönlich aber auch nicht wundert, weil ich sehr ehrlich gesagt nicht so sonderlich stark finde. Hier ist wieder die Level 1 Scheißkarte. Die Level 5. Ja komm, lass hier nochmal reingucken. Schlachtfeldkontrolle wird initialisiert. Oder was heißt nicht so gut? Also ich sehe. 3, 2, 1. Direkt nutzen nicht, die Karte reinzupacken, anstatt beispielsweise den Laser-Trupp. Gebäude online. Und dann als nächste bessere Alternative den Cyborg zum Beispiel. Bei GWW10 hat das im Endeffekt dreimal Einheiten des gleichen Typs. Dreimal Infanterie, die gut sind gegen Fahrzeuge. Wobei einmal einer davon halt keine Lufteinheiten angreifen kann. Warnung, unsere Basis wird angegriffen. Einheit bereit. Warnung, unsere Basis wird angegriffen. Warnung, also feindliche Katalystrakete. Warnung, unsere Basis wird angegriffen. Sammler bereit. Einheit bereit. Ja gut, dafür jetzt die Käfer zu opfern, naja. Und sie kriegen halt trotzdem Schaden durch durchs Tibelliumfeld, wenn zumindest das nicht wäre. Also ich kriege halt den Käfer tot. Einheit bereit. Einheit bereit. Also jetzt kommt halt die nicht stärkere Einheit der Cyborg schon. Also wir haben einmal den Trupp gesehen. Einheit verloren. Katalystrakete abgefeuert. Bumm. Gebäude online. Einheit bereit. Einheit verloren. Einheit bereit. Warnung, feindliche Katalystrakete nähert sich. Advancing. Time to harvest. Okay. Einheit bereit. Einheit verloren. Katalystrakete abgefeuert. Warnung, unsere Basis wird angegriffen. Okay, dafür geht's nur über die Rakete rein. Sammler bereit. Einheit verloren. Einheit bereit. Also GWW10 hat jetzt momentan zumindest, ich sag mal, Ressourcen ohne Ende. Einheit Warnung. Feindliche Katalystrakete. Kommt aber anscheinend nicht so richtig daran, irgendwie kurz was rauszufallen. Einheit bereit. Weitere Sammler zu zerstören bringt ihn halt nicht so viel. Außer halt, dass er die Echo von Mark ein bisschen am Demolieren ist dadurch. Sammler bereit. Katalystrakete abgefeuert.
Die war gut. Warnung, feindliche Katalystrakete nähert sich. Einheit verloren. Einheit bereit. Leider ist das jetzt blöd. Um halt leider Zweifel zu machen. Einheit verloren. Einheit bereit. Katalystrakete da oben leider auch mal. Oh. Wir kommen da aber. Feindliche Katalystrakete nähert sich. Beträchtlicher Struktur. Naja, gut, mit der Spinne reagiert hat. Aber. Es ist doch alles möglich. Es ist jetzt relativ ausgeglichen. Du musst jetzt aber damit weg. Am besten da oben. Kämpf doch nicht damit. Grab ihn doch ein. Einheit bereit. Für ihn würde es sogar noch lohnen, Sammler zu holen. Einheit verloren. Einheit bereit. Einheit verloren. Einheit bereit. Da hochkommen lassen am besten. Wie wächst ihn eigentlich? Einheit verloren. Einheit bereit. Einheit bereit. Ah, die Laser drum sind natürlich so, naja. Einheit verloren. An dem Punkt willst du jetzt leider auch verlieren. Katalyst. Katalystrakete abgefeuert. Oh, sehr schön. Einheit bereit. Damit solltest du gewonnen haben. Sammler bewahren. Feindliche Katalystrakete nähert sich. Ah. Einheit verloren. Einheit bereit. Das Laserding bringt ja nichts. Okay, du willst nur das Ding vollkriegen. Ich verstehe. Und du schaffst es. Okay. Atomarer Gefechtskopf abgefeuert. Da bin ich die Laserdinger verloren. Aber gerade so, du hättest eventuell sogar den Sammler einfach unterschicken können. Die Laserdinger sind natürlich sicherer, weil sie ja drüber fliegen würden über die Einheiten. So, Stufen. Erstmal schauen. Also, wie sieht es denn aus? Zwei Level bekomme ich zumindest schon mal für die GDI den guten General. Oder könnte ich ihn bekommen? 4 Level. Dann für Not. Der Rest, wie gesagt, das Schiff fände ich noch gut. Ja. Im Flugschiff würde ich wahrscheinlich mein Not-Deck nochmal ändern. Momentan sieht es halt so aus. Ich bin aber sowieso momentan auch am Überlegen, den und den mitzunehmen. Und dafür die beiden rauszunehmen. Da muss ich mal schauen, weil im Grunde genommen hätte ich halt auch die Käfer, die Notmods und ihn hier gegen Luft. Also die Cyborgs. Würden diese hier eigentlich... Das würde mich ja jetzt interessieren. Mutantmarodeure sind schwerfällige, Biomutation gezeichnete Söldner. Das heißt, sie sind ja mit Biom durchzogen. Wenn ich mit Jade auf Viecher ja jetzt die Dings werfe... Also ihre Katalystrakete. Kriege ich dann einen größeren Explosionsradius? Denn bei denen, wo ja dieses Biriumgas drin ist, klappt es ja auch. Warte, wie hieß jetzt eigentlich nochmal die Organisation als höchste Untergruppe der Vergessenen? Genau. Vergessenen, so nannten. Wie gesagt, ich bin in der Lore von Command & Conquer leider nicht wirklich drin. Da muss ich dazu auch noch gestehen, spricht mich persönlich die Alarmstufe Rot-Reihe mehr an als die Bium-Reihe. Weil man halt sagen muss, dass die Bium-Reihe deutlich ernster angelegt ist und die Command & Conquer
Infrarot-Reihe. Dann doch eher so ein bisschen auf Fun planiert, sag ich mal, wenn man bedenkt, dass man zumindest Commander Conquer 3 damit Delfinen greifen kann. Man in den vorigen Teilen auch schon mit Bären und Hunden. Boah, ob ich es dahin schaffe. Geplant war ja sowieso eigentlich Platin. Also, dass ich jetzt schon ein Meister bin, finde ich auch nicht. Hier habe ich jetzt in letzter Zeit, wie gesagt, ein paar Loses erhalten. Soll ich ja immer so auf dem Laufenden halten. Mit, drei Loses hintereinander. Ja, und das heißt, ich war hier relativ kurz davor, auch Meister zu werden. Ich glaube, ich hätte noch ein oder zwei Spiele gewinnen müssen. Naja. Aber zum Glück hat nur der Minus gegeben. Das andere Bein, glaube ich, herausfordernd. Ja, hier wegen dem Schiff. Auch wegen dem Schiff und dem Flammenpanzer. Dieses Schiff setzt dann halt schon gut. Vor allem, wenn man nichts dagegen hat. Die Eide gefällt mir gar nicht leicht. Da muss ich noch mal irgendwann schauen. Also mein GTI-Deck. Ich habe halt schon so bei Nord so eine Ahnung, wo es hingehen soll, wenn ich dann so lange um alle Karten habe. Bei GTI aber noch so überhaupt keine. Aber ich bedanke mich bei euch, Leute, fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.